Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Oh, es kommt der zweite Dino jetzt schon. Jetzt müssen wir ziemlich schnell mal handeln. Und zwar brauchen wir das Ranger-Team. Ranger-Team, Aufgabe hinzufügen. Und muss gucken gehen hier. Und hier. Anfrage bestätigt. Ihre Aufgabenliste ist voll, Sie können im Moment keine weiteren... Ja, müsst doch schauen gehen. Und was ist jetzt hier schon wieder los? Ist das leer? Nein. Wir haben ein Stromproblem. Gott. Wo? Zu dem solltet ihr gehen. Ist es nicht angeschlossen? Oder? Das ist wieder okay. Jetzt fahren Sie noch zu dem hin. Aber dennoch, wir brauchen... Ich glaube, wir haben genügend Geld. Wir werden jetzt noch, wenn es geht... machen doch noch eine Sturmabwehr. Jetzt kommt es so ein bisschen mit stürmischerem Wetter und mir passt das. Nein, mir passt das gar nicht so ganz. Jetzt bauen wir hier so eine Sturmabwehrstation noch hin und ein kleines Kraftwerk auch gleich, weil ich habe gerade ein bisschen Sorge. Nein, es passt nicht. Okay, wir müssen improvisieren und verbauen jetzt halt unser Land. Was soll's? Ja, ich weiß, es ist nicht angeschlossen. Jetzt erstmal kurz einen Weg hin bauen. Wo kann ich jetzt dann einen Weg hin machen? Ich raff gerade gar nichts mehr. Baut mal fertig. Wir werden noch gleich in so ein kleines Umspannwerk hinpflanzen. Das machen wir. Ich glaube, das muss nicht an die Straße sein. Wir machen das hier hinten hin. Masten. Machen Sie weiter so. Alles ist möglich. Wow, es geht los. Ja, genau. Bei mir geht's auch los, hey. Weshalb Sie von der Unterhaltungsabteilung eine Belohnung für Ihre Arbeit auf Isla Mantanceros erhalten. Hab ich das jetzt das letzte Mal gemacht? Und der muss noch angeschlossen werden. Hier. Hey, beschaffen Sie Isaac hier. Wie geht's? Jupp. Ich hätte da eine coole Sache, bei der Sie dabei sein sollten. Darum weise ich Sie darauf hin. Seien Sie auf der Gewinnerseite. Nicht jetzt. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe hier ein Stromproblem. So, erstmal kurz nochmal wegen dem Weg. Das hier. Okay. Sehe ich da besser. Ey, ist das so ein Kack, was ich hier zusammenbaue. Ich mache hier nur Müll. Ich mache hier wirklich echt irgendwie komische Sachen. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Nein, was ist denn mit dir, Papa? Was ist hier? Ja, wir haben keinen Strom. Die haben gegessen. Okay. Ist das irgendwie... 055. Oh oh. Ich glaube, da werden die böse. Könnte noch sein, ne? Ranger! Rangers! Wir brauchen ein Ranger-Team. Und zwar Aufgabe hinzufügen.
Ihr müsst hier Essen bringen. Viel Spaß. Und schaut, dass ihr nicht das Essen seid. Starten die? Ja, die starten. Dann haben wir hier, ich weiß, ein Stromproblem. Benötigt Strom. Ja. Spannungswerk. Ich raff's gerade. Jetzt habe ich gerade echt voll den Hänger. Benötigt Strom. Was habe ich denn? Das ist doch echt. Das überlege ich. Leitet den Strom von Kraftwerken zu Umspannwerken. Ja. Umspannwerk. Ich habe ja hier das. Das habe ich doch gemacht. Jetzt ist es doch da zusammen. Zeig schon. Hier, jetzt habe ich. Bis hier habe ich Strom. Wieso ich so blöd baue, fragt einfach nicht. Ist ja egal. Wir nehmen den mal weg. So und so. Hier. Hier. Und das weg. So. Und kein Kabel, okay. Hier. Reicht das denn jetzt hier? Ich hab doch ein Kabel gezogen. Wieso? Ich mache hier irgendwie. Ach, das ist doch da hinten. Alles klar. Irgendwie noch hier anbringen, oder? Ah. Hier die Wegverbindung. Okay, die Wege verbinden ja, glaube ich, doch. Das ist echt schlimm, wenn man ein paar Tage noch nicht gespielt hat. Jetzt. Oh. Nein! Was? Kein Kabel? Geh mal weg. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Mensch, hab ich gerade irgendwie aber sowas von. Das sieht ja echt toll aus, ne? Aber es klappt nach wie vor noch nicht. Wieso nicht? Das muss mal weg hier. Und das auch. So, jetzt, also hier haben sie Strom und hier. Doch, jetzt. Doch, jetzt ist gut. Guck da. Upgrade-Platz, Akku-Nachladetempo. Ach so, da sehen wir das. Kaufen, ja, das kaufen wir. Nachladetempo sind sie ein bisschen schneller. Kann ich jetzt da weiter? Nein, noch nicht. Upgrade. Skins. Auch nur ein Skin. So, können wir jetzt weitermachen, vielleicht. Fossilien ansehen. Wir in Montesaurus forschen, bis es nichts mehr zu forschen gibt. Die sollen da vorwärts machen. Und wir senden nochmal ein Team los. Und zwar wieder hierhin. Teilweise erschöpft. Kostet nämlich das erste Mal, jetzt in der letzten Folge war es noch 75.000. Jetzt ist es noch 60.000 und wir werden den jetzt einfach erforschen. Bis wir hoffentlich 100% dann irgendwie zusammen hätten. Missionen. So. Wir benötigen. Hier noch was.
Die Lebenserwartung, das werden wir jetzt noch erforschen. Und wo war das jetzt? Das ist. Was ist hier im Laden? Dinosauriergrabungsstätte. Aber immer, das hat jetzt Leute gegeben. Jetzt versuche ich hier noch zum Hotel. Wir bauen, wenn der nicht zu groß ist, noch einen Souvenirladen hin. Aber der Platz ist scheiße knapp hier. Ich wollte eigentlich gerade was anderes machen, aber irgendwie. Brauchen so viel. Ja, Terrarbeschränkung. Geht das hier? Vielleicht? Auch nicht? Hier? Auch nicht? Wieso nicht? Wieso denn hier? Wieso? Können wir hier auch? Moment. Da laufen, ja, das wäre das Hotel und dann Souvenirladen. Das wäre doch ideal eigentlich. Verbaut, 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 verbaut. Meine Fresse. Wegen dem Wasser hier. Das ist alles, das Gehege. Wir könnten es ja hier reinmachen. Ha, das würde sogar gehen. Okay. Alles klar. Oder verbaut. Oh Mann. Wir haben keinen Platz. Und wenn ich hier irgendwo, ich kann dann hier. Hier? Ich könnte das hier so. Dafür schulde ich Ihnen was. Versprochen. So. Genau, wir machen das jetzt so. Jetzt war ich gerade so ein bisschen abgelenkt vorhin, deswegen, ja. Tut mir leid. Und ein Anschluss an die Straße. Wo brauchen wir den? Sehe ich da nicht genau hin. Spielt, glaube ich, keine Rolle, ne, wo ich den mache, hoffe ich zumindest. Irgendwie was Kleines, was man hier hinstellen könnte. Wir haben da auch keinen Strom, sehe ich. Kleiderladen. Sicher auch nicht. Klein. Ich habe einfach blöd angefangen, aber es ist immer halt schwer. Man weiß die Größe von den Gebäuden nicht, wenn man das dann ein bisschen mehr spielt und wieder irgendwie eine Insel beginnen sollte oder neu anfängt, dann weiß man natürlich auch, das ist ziemlich groß oder wie man das am besten sich richtet. Ich bin ja hier wirklich extremst eingeschränkt. Ah, Moment, wir könnten es vielleicht. Nee, das ist ja im Gehege. Weil ich hier das Wasser dabei haben wollte. Und dann irgendwo hier haben wir, sind wir auch eingeschränkt. Kann ich hier vielleicht. Ich könnte hier eine Straße durchziehen. Da noch rüber und dann könnten wir hier noch bauen. Aber, naja, das müssen wir gucken. Wir haben hier auch kein Umspannwerk. Okay. Kein Strom. Ja, ich sehe es kommen. Das wird definitiv großes Umspannwerk. Großes Umspannwerk, das ist ja nett. Oh, Terrarbeschränkung. Wieso? Wieso, wieso? Oh, ich freue mich auf die nächste Insel. Ich werde ganz viele Sachen ganz anders machen. Weil. Jetzt sehe ich das da. Ich mache schon wieder denselben Fehler, ne? Gott, benötige Strom. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das haben wir noch gar nicht angeschlossen. Sie ist
komm, wir haben gleich ein riesen Stromproblem. Ist es dran? Shit. Das wird nichts. Moment. Ich muss das da. Muss es weghauen. Ja. Weg. Wir müssen es anders machen. Ich habe irgendwie gerade voll. Ich komme gar nicht klar. Kann ich das dann nicht hier rüberziehen jetzt? Dann könnte ich sie auch hier. Und dann das kleine. Ein bisschen im Wald verstecken. Bei mir switcht die Cam blöd. So. Okay, jetzt nehmen wir das weg. Das nicht. Und bauen ein Mast. Hier. Hier ran. So, jetzt. Gut. Boah, irgendwie. Das ist immer so blöd. Dann ist man, entweder stört die Katze, ne, wenn man aufnehmen will, weil es wirklich noch so ein Spiel, wo man so ein bisschen mitdenken sollte. Oder dann knautscht jemand rein in die Aufnahme und man winkt dann ab, hey, so, ich bin am Aufnehmen. Da ist man voll irgendwie, verliert man den Faden. So. 42. Ja, die haben wir schon zwei. Oh. Hat das. Ja, doch, das haben wir geschickt, das Essen. Langsame Gehirnalterung. Oh. Starke Immunreaktion. Also, wir züchten ja theoretisch dann richtige Kampfmaschinen. Also, wenn die mal ausbrechen, sind wir selber schuld, wenn die dann schlussendlich voll immun sind und selbstheilend und gewalttätig und boah. Also, könnte auch mal schief gehen. So, jetzt ausbrüten. Und zwar brüten wir. Der ist jetzt auf 89, da haben wir zwei. Von allen, glaube ich, zwei. Außer von Triceratops. Der ist auch 58. Ach, wir werden jetzt den ausbrüten. Dann sind die zu zweit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier Babys geben kann. Keine Ahnung. Und das Expeditionsteam ist sicher auch wieder zurück. Da. Das ist die Ansicht wieder einen anderen Weg. Wie schaut das hier aus? Teilweise erschöpft. Wollen wir vielleicht neue Fossilien entdeckt? Okay, geht dahin. Hier auch? Triceratops. Ich hoffe, dass wir bald auch ein weiteres Expeditionsteam und Forschungsteam dann freischalten werden. Weil so mit einem ist schon so ein bisschen mühsam. Man möchte da vorwärts kommen und ja. Gehege, da haben wir jetzt das gemacht, was wir machen konnten. Da könnten wir jetzt das machen mit dem Aussehen verändern. Angriff und Belastbarkeitseigenschaft oder Verteidigungseigenschaft. Ich glaube, wir machen dann erst diese zwei. 2 Minuten verbleibend. Und dann Gebäude-Upgrades. Da müssen wir auch unbedingt was tun. Also das Strom sicher, weil das, sonst haben wir einen riesen Kabelsalat schlussendlich. Fossilen Zentrum. Ranger-Station glaube ich auch, dass wir da noch was machen sollten. An Upgrades. So, wir haben einen Schutzraum, wir haben ein Hotel, Souvenirladen, wir haben, glaube ich, Fastfood-Restaurant haben wir auch und natürlich jetzt Kleiderladen. Forschung erforderlich. Ja, wir werden da gleich forschen. Betriebsgebäude könnten wir jetzt sogar eine zweite Ranger-Station vielleicht. Das wusste ich jetzt ja nicht, aber. Hätte natürlich jetzt Sinn gemacht, auf der nächsten Insel, wenn man das so splitten könnte, dass man wirklich
dementsprechend auch gleich die Ranger-Station in die Nähe von großen Gehegen baut. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Was ist hier noch? Expeditionszentrum, zweites. Pro Insel kann nur ein Expeditionszentrum gebaut werden. Ja, es reicht ja theoretisch auch, wenn dann auch mehrere Gruppen freigeschalten werden. Oder besser gesagt, Expeditionsteams. Fossilienzentrum kann auch dann nur eins, das ist gut zu wissen. Dann, wenn wir irgendwann auf die zweite Insel können, Forschung erforderlich, Wissenschaftszentrum, okay. Innovationszentrum, Sicherheitszentrum, alles klar. Ich habe mir das angesehen, das sollten Sie auch tun. Brüten Sie mindestens 2 neue Dinosaurier aus, lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Ja, das können wir machen. Sind dann wirklich am Forschen und Machen. Gut. Sorry fürs Chaos. Gibt echt so Tage, das sollte ich vielleicht einfach nicht aufnehmen. Aber so langsam geht es voran. Auch ich komme da irgendwie mal noch mit. Wir lassen natürlich zu guter Letzt unseren zweiten Triceratops noch frei. Uns kommt schon Expedition abgeschlossen. Oh, die sind so knuffig. Auftrag abgeschlossen. Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Gut. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Ja, habe ich auch nicht erwartet. So. Ich folge Ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Duer Sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was Sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Ja, klar, mach du das. Forschung abgeschlossen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ja, wir sind ja dran. Wir sind ja wirklich am Erforschen, dass die dann besser gedeihen und sich besser entwickeln. Und. Schön war die mit dabei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution, meinem kleinen oder großen, größer werdenden Chaospark. Bis dann. Tschüss.